Yay, und damit willkommen zu Dragon's Prophet. Oder Prophet, wie auch immer. Wie ihr seht, das ist die Open Beta, die ist auch schon etwas länger jetzt da und die wollte ich auch mal so let's playen jetzt. Ich weiß nicht, die anderen Leute können ja auch dazu kommen. Argus ist der Server und ich habe schon mal einen Schei erstellt gehabt, schon ein bisschen gezockt. Aber jetzt werde ich mir noch extra Schar erstellen. Ich weiß aber noch nicht. Waffenmeister ist, also Waffenmeisterin ist die andere. Und ich muss mal gucken. Nö. Nee. Typen sehen scheiße aus. Echt jetzt. Tja. Normalerweise Waffenmeister eigentlich, ne? Na gut, ich würde mal sagen, fangen wir mit dem Waffenmeister an. Waffenmeister. Waffenmeister sind schwer bewaffnete Nahkämpfer, die den Umgang mit einer Vielzahl von Waffen beherrschen. Ihr kühnes Angriffsarsenal umfasst Stoßangriffe und gnadenlose Hiebe, die jeden Gegner überwältigen können. Durch zahlreiche Kämpfe und Schlachten sind sie zäh und widerstandsfähig geworden. Und trotz unerschrockenen den Gefahren der Front. Waffenmeister führen Einhand- oder Zweihandwaffen, können eine Einhandwaffe mit einem Schild ergänzen. Ja, toll. Wieso lese ich das eigentlich doppelt? kleinen Moment. Ganz kurz was machen. So. Wenn man aus dem Spiel rausgeht, dann sinkt die FPS voll in den Keller. Aber so richtig. Naja. Nakidai. Naja. Mal schauen, wie ich den dann gestalte. Körpergröße. Ne, Kopfgröße. Kann man auch voll übertreiben. Körpergröße. Machen wir den mal so. Rumpfmaße. Ne, so. Bisschen größer. Schulterbreite. Schulterposition, man kann ja ein bisschen übertreiben. Schulterhöhe. Oberarmdicke. Boah, ey. Nee. Oberbrustdicke, so. Das wäre dann. Zack, zack, zack. Nee. Nichts zu übertreiben. Oberbrustbreite. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Im Einstellen. Oberarmdicke. Boah, ey. Übertrieben. Und ich würde sagen, das reicht bei dem Typen eigentlich schon alles. Ja, würde ich sagen, ne? Stern. Zack, zack. Sieht man nicht so wirklich. Augenbrauen dicke. Ui. Ui. Kann man so machen. Augenbrauenwinkel. Oh. Machen wir das mal so. Augenbrauenabstand. So, Augenbrauenhöhe. Ja, ist klar, vor so einem Fehler drin, aber naja. Augenbrauenposition. Machen wir mal so. Augen. Machen wir mal so. Augenbreite. Machen wir mal so. Augenposition. Ja, das sieht voll scheiße aus. Zack. So. Augenwinkel. Naja. Augenabstand. So. Augenhöhe. Machen wir das so. Augentiefe. Naja. Augenlidhöhe. Ja, sag mal ein bisschen breit. Nase lasse ich so, Mund lasse ich auch so, Ohren auch. Grundeinstellung, Frisur. Tja. Was gibt's denn hier für Frisuren? Voll die komischen. Voll so ein Bart. Ja, ist klar, was sind das für hässliche Frisuren? Ja, ein Afro, ist klar.
Ja. Super Zeitchen. Ach ja. Nee. Oder ich würde sagen, die hier. Ich könnte den auch noch dunkel machen, den Typen, ne. Farbe der Iris. Blau. Lippenfarbe. Oh, schwul. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? So. Ich würde sagen, schwarze Haare. Style könnte ich so extra haben, aber naja. Will ich aber nicht. Gesicht könnte ich nochmal extra haben. Ne, brauche ich nicht. Dann kann man hier die Klamotten. Mache ich alles komplett blau. Mache ich immer so. Oder? Grün dazwischen? Nee. Machen wir blau. So. Waffenmeister. Mal gucken, ob der Name so gut funktioniert. Zählen. Toss. Black. So. Und fertigstellen. Charakter können nicht erstellt werden. Leerzeichen und Sonderzeichen können nicht verwendet werden. Irgendwie habe ich mir sowas schon gedacht. Machen wir das halt so. Centus Black. Fertig. Und ich würde mal sagen, so lange hat das jetzt nicht gedauert mit dem Charakter erstellen. Und ich bin. Ey, was ich noch dazu sagen wollte. Das wird kein normales Let's Play, sondern so ein Let's Play Together. Also ich spiele das auch zwischendurch alleine. Aber zwischendurch können auch noch Leute dazukommen, die einfach mit reinjoinen. Und ja, das wird schon ganz lustig, weil alleine kann man dann noch weitermachen. Und wenn dann noch Leute dabei sind. Dann würde ich erstmal sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis später dann. Ciao, ciao. Yay, und damit willkommen zurück zu Dragon's Prophet. Ja, ich würde mal sagen, nachdem ich was hier gemacht habe, kurz. Die Markierung weggemacht, hallo. Würde ich sagen, wir starten mal. Und jetzt kommen Videosequenzen. Und was da drunter steht, könnt ihr auch selber lesen. Weil ich will nicht so wirklich alles vorlesen. Genau wie bei den Questen. Halte ich kurz drauf und dann könnt ihr pausieren und euch die auch durchlesen, wenn ihr wollt. Die Juno Galerie. The Osyra, descendants of the Eternal Dragons, flowing with the blood of their ancestors. They share an immortal bond Adventurous with all warriors, dragonkind. The dragon riders traverse the world. Everywhere they went, they became known for their accomplishments. But even in this beautiful world, darkness lurks. To keep Oratia safe, the Osyra forged an army, and they called it Skyhammer. Andedra Thorin, Hauptmann der dritten Himmelshammer-Einheit. Boah, sprach viel FTW wie immer. Listen up, men! Drop your weapons immediately! Gather in front of the captain, quickly! Move it, hurry up! Come on, let's go! Quit the small talk and fall into rank. Line up here. Lieutenant, please approach. Jo, so wird dann gestartet. Standard WASD. WASD, ja, war richtig eben. Today marks the start of our combat training. This is our training target. Pay attention to our lieutenant's demonstration. Ja, hier ganz normal, zack, zack, zack. Die Sache ist, zack,
Zack, zack. Die machen, meine ich, verschiedene Attacken immer dazu. Zum Beispiel, wenn ich auch so mache. Aber das kann man alles später noch erklären. Erstmal das weg, weil das nervt ein wenig. Und ich sage, bäh, zack, zack. Aufs Maul. Und ihr könnt... Bla, bla, bla. Die Attacken, die ich nicht eingesetzt habe. Cool. Thank you, Lieutenant. Well done. We Osyra are born with an innate ability to communicate with all other creatures that are of dragon descent and even ally with them, but from the looks of it, none of you can handle a dragonkin properly right now. The Lieutenant will demonstrate proper technique. Lieutenant, if you'll do the honors. Ja, jetzt darf ich einen Drachen beschwören. Ja. Vielleicht wissen die meistens noch nicht, dieses Drücken Sie Raute, um einen Drachen zu rufen, zurückzuziehen, funktioniert nicht. Das ist irgendwie noch ein Fehler von dem Spiel. Und oben unter dem Bildschirm, also unter deinem Charakterprofil, siehst du das. Alt F1, zack. Und mit Tape sitzt du dann auf. Man kann so Drachenrennen spielen. Remember, no two Dragonkin are alike. It's beneficial to find one that best suits you. I'll let you in on a little secret. Resting behind me is a legendary dragon called Isk. His noble deeds are too numerous to count. Alongside Sabosha, he had many victories. After being severely wounded, though, he returned. He is diminished, but his will is unmatched. We ensure his peaceful recovery here. Now then, on with the training. This! Is he under attack? Take the cadets back. Tell headquarters. Lieutenant, let's go find out what's going on. Move! Visk is in trouble! None may pass without permission! Who are you? Our cover is blown. Kill them all! Yeah. Marauders? Prepare to die. Ja. Ne, ich mache mich hier aber nicht bereit zum Sterben. So. Assistiert den Hauptmann, um die Plünderer zu stoppen. Ja, mache ich gleich. Zack. Ihr könnt auch andere Schnellzugriffe mit Quer und so weiter drücken, um Skills auszulösen. Was schon recht geil gemacht ist, finde ich. Zack. Oder hier, bam. Ach, ja. Dann hast du so eine Attacke noch. Dann hast du so eine Attacke noch. Und die drei, was ist das denn? Die habe ich zuerst gar nicht ausprobiert gehabt. Was echt nice ist. Ist das? Okay. Anstimmen ist auf V. Attacke. Ja, kaum Energie. Da muss man auch drauf aufpassen ein bisschen. Ja, ich klicke wieder wie ein Bekloppter. Und zwar hatte ich die linke Maustaste gedrückt und drücke mal die rechte dazu. Weil dadurch macht er die mehrere Moves da noch. Sterb. So, you're the one who dares to interrupt my plan. What are you doing? I'm putting your crippled dragon to good use. He'll be devoured. Witness the true might of a black dragon. Captain! Und ich weiß ja nicht, ob das so auf Englisch bleibt oder... Ich weiß, ich quatsch da gerade voll dazwischen, aber ihr könnt das ja unten lesen. Ob das auf Englisch bleibt oder mit deutscher Titel oder ob die es so normal mit einfügen noch. Also, dass es auch auf Deutsch ist.